Also, hallo, ich grüße euch zum Video heute. Es dreht sich heute, wie ihr schon sehen könnt, um Kopfhörer. Und zwar heute mal nicht um Kopfhörer für Audiobearbeitung, sondern mal zum Musik genießen. Also wir beide sind ja auch leidenschaftliche Musikhörer und legen also auch hohen Wert immer auf gute Kopfhörer. Und wir stellen euch heute mal einen vor, der uns besonders gut gefallen hat. Viel Spaß beim Video. Ja, wie ihr vielleicht schon gesehen habt, haben wir mal ein Video gemacht schon über einen Kopfhörer für Audiobearbeitung. Das heißt für den professionellen Nutzer, der jeden Tag eine leistungsfähige Arbeitsmaschine braucht. Aber wir haben auch in dem Video damals schon gesagt, das ist kein Kopfhörer für besonders tollen Hörgenuss. Und deswegen haben wir euch mal unseren Lieblingskopfhörer hier im Video, präsentieren wir euch mal. Und zwar der Grado SR80E Prestige-Serie. Grado ist wirklich eine sehr erstklassige Kopfhörermarke, auch schon seit Jahrzehnten am Markt. Ja, und wir haben heute mal einen leichten, pfiffigen Begleiter, der wirklich unterwegs Freude macht, den ihr gut in den Zug mitnehmen könnt oder ins Flugzeug. Er trägt nicht so auf. Ihr seht es schon an meinem Kopf. Er sitzt relativ flach, also es ist ein relativ leichter Kopfhörer. Und ja, aber kommen wir mal zum Wesentlichen, die Klangqualität. Ja, was kann man sagen zu diesem Prestige-Kopfhörer von Grado? Die Klangqualität ist wirklich exzellent. Wenn ihr im Internet mal nachguckt, ihr könnt nahezu jeden Fachmagazin diese Kopfhörer finden und ja, alle Anwender, die ihr so online findet, schwärmen von diesem Kopfhörer. Also es ist kein Kopfhörer für jedermann. Wer tiefe Bässe braucht oder besonders pompöses Auftreten, der ist hier falsch. Es dreht sich hier um einen wirklich erstklassigen Kopfhörer, der besonders dynamisch, besonders fein auflöst. Ja, wirklich erstklassiger Klang. Da muss man dazu sagen, es ist halt wirklich nicht für jeden was. Also wenn ihr jetzt gerne irgendwie Techno und Hip-Hop hört und ihr braucht diesen fetten Bass, dann ist dieser Kopfhörer für euch nicht so gut geeignet. Und es ist auch nicht für jemanden was, der nicht diesen Preis bezahlen will. Also wenn ihr jetzt günstige Kopfhörer wollt, die da irgendwie eure Musik wiedergeben, dann seid ihr hier auch falsch. Dieser Kopfhörer kostet um die 140 Euro aktuell. Aber man muss auch hier zum Preis sagen, es sind zwar 140 Euro, was für sehr gute Kopfhörer wirklich kein Preis ist, muss man sagen. Wirklich gute Kopfhörer können ja bis zu 2000 Euro kosten. Das heißt, mit 140 Euro sind wir hier sogar noch im ja, günstigen Preissegment. Und wenn man da mal nachrecherchiert, dann stimmt das auch wirklich. Diese Kopfhörer haben eine Qualität, die vergleichbar ist mit 1000 Euro Kopfhörern. Also wenn ihr anspruchsvolle Musik hört und auch wirklich eine gute ja, Audio-Wiedergabequelle habt, das heißt nicht das schlechteste Handy in diesem Segment oder wirklich zu Hause einen wirklich tollen ja, Verstärker habt, CD-Spieler, wo ihr diese Kopfhörer anschließt, wirklich was Hochwertiges, dann könnt ihr hier wirklich die höchsten Klangqualitäten genießen. Aber wie gesagt, nicht zu aufdringlich ist das hier. Da richtet sich wirklich an spezielle Anwender, die das letzte bisschen Dynamik noch rauskitzeln wollen, sowohl im Bass als auch in den Höhen. So, kommen wir zu den kleinen Nachteilen, die die Kopfhörer mit sich bringen. Und zwar ist es zum einen etwas die Verarbeitungsqualität. Es ist erstaunlich, bei dieser Preisklasse ein Kopfhörer, normalerweise hat man da nicht solche Einbußen. Bei dem Kopfhörer ist die auch allgemein nicht wirklich schlecht. Er sitzt wirklich sehr gut und er ist sehr gut am Kopf und er schmiegt sich da toll an. Er hat ja auch kein großes Gewicht. Die Träger lassen sich hier stufenlos verstellen. Also da ist auch was für größere Köpfe durchaus mit zu holen. Was wirklich ein bisschen auffällt, sind die Polster der Kopfhörer. Die sind wirklich von der Qualität her einfach nicht so on point. Sie können auch mal gerne wegfallen oder abfallen.
Dadurch geht mal schnell eine verloren oder das ist halt nur ein Schaumstoff mehr oder weniger. Also hat uns nicht so gefallen. Wenn euch da mal einer abhanden geht oder einer kaputt geht, dann ist es aber nicht ein großes Problem. Ihr bekommt bei Amazon oder eBay diese Teile, wenn ihr nach diesem Kopfhörer sucht, locker nachbestellt. Das heißt, es ist kein großes Problem. Es gibt den Kopfhörer in zwei Varianten, einmal mit der großen und einmal mit der kleinen Klinke. Wir haben noch eine ältere Version, die hat die große Klinke. Da kann man Adapter natürlich draufstecken, dann funktioniert es auch mit eurem Handy. Wir empfehlen da aber, kauft den Kopfhörer direkt mit der kleinen Klinke. Das ist dann für unterwegs die deutlich praktischere Lösung. Ja, optisch finden wir, ist der Kopfhörer wirklich sehr, sehr gut gelungen. Also es ist vielleicht nicht für jeden was, aber dieses tolle Retro-Design hat schon irgendwie was. Also es sieht aus wie ein Kopfhörer aus vergangenen Zeiten, der aber heute immer noch neu verkauft wird. Und also uns gefällt dieses Design recht gut. Wer da jetzt irgendwelche Beats Audio gewohnt ist mit schrillen Farben und riesen Plastikgehäusen, die vielleicht sogar noch im Dunkeln leuchten können und einen Hotdog frittieren, dann ist das jetzt nichts. Also das sind eher schlichte Retro-Kopfhörer. Aber wenn ihr eh so ein bisschen oldschooliger unterwegs seid, was Klamotten angeht, dann passt dieser Kopfhörer wirklich gut. Da werdet ihr dann keine Probleme haben. Ja, preislich liegt ihr hier halt bei 140 Euro. Wer da etwas Billigeres sucht, der kann diesen natürlich hier nicht kaufen. Für die gebotene Leistung ist dieser Kopfhörer also wirklich wärmstens zu empfehlen aus unserer Perspektive. Die Verarbeitungsqualität ist okay. Ist nicht ganz auf dem Level, wie es eigentlich sein sollte bei so einem teuren Kopfhörer, aber die Klangqualität macht dieses Minus deutlich wieder weg, wie wir finden. Ja, also bei uns bekommt diese Kopfhörer wirklich eine Kaufempfehlung. Schaut da mal bei Amazon, die haben es unten verlinkt rein, guckt euch das mal genauer an. Er funktioniert auch mit Wiedergabe, also mit eurem Handy tadellos. Von der Ohmzahl habt ihr da stromtechnisch kein Problem. Ja, was gibt es noch zu sagen? Schaut auch bei logbild.de rein, unsere Internetseite. Da findet ihr viele Informationen zum Reisen, zur Fotografie und zu allen möglichen Technik-Gadgets, die wir auch immer auf den Reisen gerne benutzen. Die haben wir da in Textform immer in Blogbeiträgen für euch verfasst. Also da könnt ihr einfach mal nachschauen. Ja, liked doch dieses Video und teilt es vielleicht in euren Facebook-Gruppen, die ihr da habt. Das würde uns freuen. Ich sage an dieser Stelle Tschüss und bis zum nächsten Video.